Es geht einfach darum, dass wir auch 100% Geld bezahlen für das Spiel. Und da möchte ich auch 100% Spiel haben. Yo, moin moin, Freunde der Nacht und herzlich willkommen, trotz des traurigen Anlasses. Ein Thema, was mir heute auf der Seele brennt und zu dem Schritt, zu der Entscheidung, die ich heute getroffen habe, zu dem Schritt, den ich heute getan habe, der mir nicht leicht fiel und den ich auch die letzten Nächte noch so ein bisschen, ja, wo ich noch ein bisschen drüber geschlafen habe. Keine Angst, es geht nicht um meine YouTube-Karriere und ich gehe euch weiterhin mit meinen Videos auf den Sack, solange bis ihr sie euch alle angesehen habt. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich finde es schon traurig und zwar geht es um Modern Warfare. Ich habe heute meinen Kauf storniert. Wie gesagt, die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Die Beta hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Wir hatten ja eine gute Gruppe gehabt, zusammengezockt mit Freunden und von denen auch schon, soviel ich jetzt weiß, zwei Leute ihren Kauf storniert hatten. Da war das Thema, glaube ich, nur mit den Lootboxen. Ist ein Thema. Okay, damit hätte ich leben können zur Not. Wie gesagt, sie hatten was anderes versprochen, haben ihr Versprechen dann doch gebrochen. Aber was mich richtig ankotzt, was mich sowas von ankotzt, ist die Entscheidung mit diesem Survival Mode. Dass wir praktisch ein ganzes Jahr lang als PC-Spieler die Arschkarte haben und das Spiel nicht zu 100% zocken können. Und wo ich mich richtig gefickt gefühlt habe, war, als dieser Typ von Infinity Ward, dieser Kurosaki, meinte, dass dieser Modus nur 1% des Spiels ausmacht. Und es ihm lieber ist, dass 99% des Spiels für alle zugänglich sind. Da frage ich mich, Alter, will er mich verarschen oder was? Das ist ja praktisch, ich kaufe mir ein Haus und der Verkäufer ist der Meinung, er mauert die Küche zu, weil ich kann ja trotzdem noch die restlichen 90% des Hauses nutzen. Ich weiß nicht, was dieser gute Mann damit erreichen will. Für mich ist der Zug abgefahren, ich fühle mich verarscht und mit so einer Aussage erst recht. Es geht einfach darum, dass wir auch 100% Geld bezahlen für das Spiel und da möchte ich auch 100% Spiel haben. Und diese Bevorzugung der PS4-Spieler, okay, die werden sich freuen. Ging mir aber schon im Black Ops auf den Sack. Ich brauchte gar nicht versuchen, News oder sowas zu recherchieren oder Content dazu hochzuladen, weil ich kam eh immer eine Woche zu spät. Okay, ich habe Black Ops 4 das Spiel gekauft, das ist... Und das spiele ich jetzt auch. Bin damit relativ zufrieden. Aber was jetzt so mit Modern Warfare schon wieder passiert, was sich hier abzeichnet, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und ich stehe nicht alleine da. Der Typ vom Support war ziemlich korrekt. Er wusste, um was es geht und ließ auch durchblicken, dass ich heute schon nicht der Erste bin. Und es werden hoffentlich noch mehr folgen. Wir müssen ja endlich mal ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht mehr von Activision so verarschen lassen. Es ging ja schon bei Diablo auf den Sack, dass wir auch mit den PS4-Spielern nicht im Crossplay zusammen Diablo zocken konnten. Da werden Entscheidungen getroffen, die jenseits von Gut und Böse sind, die ich einfach nicht verstehen möchte. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Beta hat Spaß gemacht, hat mich ein bisschen an Battlefield erinnert. Weiß nicht, so von den Farben, das Rot und das Blau und alles so drumherum und ein bisschen so, ja, das ganze Gameplay, nur mit modernen Waffen. Ja, Leute, wie gesagt, kein Content von mir bezüglich Modern Warfare, vielleicht später mal, wenn es für 30 € oder so zu haben ist, keine Ahnung. Vielleicht in einem Jahr, dann ist auch der Survival-Mode verfügbar.
Ja, schade, ich kann nur wieder sagen, schade, schade. Aber naja, gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt Spaß mit den Dingen, die ihr tut. Guckt euch meine Videos an. Bis dann.